Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es wie jede Woche Donnerstag um die aktuelle GTA Online Event Woche. Also bleibt am besten wirklich bis zum Ende des Videos dabei, um nichts über die aktuelle GTA Online Event Woche zu verpassen. So, dann würde ich jetzt sagen, fange ich auch jetzt sofort an. Als erstes wieder mit den doppelten Verdienstmöglichkeiten. Diese Woche gibt es wieder dreifach GTA Dollar und RP. Und zwar diesmal nicht auf den Gegnermodus Motorverse, sondern auf die Landrenns. Ist eigentlich auch ganz nett. So, dann gibt es doppelt GTA Dollar und RP auf die Spezialfrachtverkaufsmission. Also wenn ihr da im Frachthaus ein paar Kisten habt, dann könnt ihr die diese Woche verkaufen. Ich würde euch das euch auch empfehlen, weil das bringt dann halt doppelt Cash. So, dann gibt es noch doppelt GTA Dollar und RP auf die Konkurrenzkämpfe. Und dann gibt es Champagner in allen Bars in Los Santos diese Woche kostenlos. Ist eigentlich auch ganz cool. So, dann gehen wir mal zum aktuellen Gewinnfahrzeug über, was ihr im Casino gewinnen könnt. Ich zeige euch den Wagen hier einmal. Und zwar ist das ein Wagen von Legendary's Motorsport. Ich muss ihn jetzt nur einmal suchen. Ja, jetzt ist die Frage, wo der hier ist. Ja, okay, da bin ich jetzt an dem Wagen vorbei. Das ist ein bisschen doof. So, ich guck mal. Damit ihr auch genau wisst, um welchen Wagen es sich dreht. Ah, hier ist er auch. Und zwar ist das der Overflight Anti-XXR. Den könnt ihr aktuell im Casino gewinnen. Das ist echt ein geiler Wagen, finde ich. Also vom Aussehen und so. Eventuell, wenn ich den gewinne, mache ich darüber ein Video. So, dann kommen wir zu den Twitch Prime-Mitglieder-Rabatten. Das sind wieder die aus der letzten Woche. Und zwar gibt es 60% auf den Max Vagrant. Dann gibt es auf den Karin Sultan Classic 80%. Und dann noch auf die, hier auf diese, Hammer-Limousine. Auf die gibt es auch 80%. Und dann gibt es halt wieder 200.000 GTA-Dollar geschenkt, wenn man sich einmal einloggt und dann halt gratis die Sona-Station. Und dann kommen wir mal zu den normalen Rabatten. Vielleicht habt ihr es schon gesehen. Und zwar habe ich ja im Hintergrund den Karin Kuruma gepanzert stehen gehabt. Und zwar gibt es auf den diese Woche 40%. So, dann kommen wir zu den Rabatten bei Warstock. Beziehungsweise ist das nur ein Fahrzeug, was im Angebot ist. Und zwar ist er hier ganz unten. Es gibt 35% auf den Ruina 2000. Das ist eigentlich auch ein ganz geiler Wagen. Und dann gibt es halt bei Legendary's Motorsport noch einige Fahrzeuge im Angebot. Ich werde euch die einmal alle zeigen. Und zwar auf den Bugatti Tempesta gibt es diese Woche 40%. Dann auf den Bugatti Reaper, auf den gibt es auch 40%. Und dann gibt es noch auf den Bugatti Useris auch 40%. Und ein Fahrzeug habe ich vergessen, und zwar auf den Vampin WMJ. Auf den gibt es diese Woche auch 40%. So, das waren jetzt alle alle Fahrzeugrabatte. Jetzt gibt es noch Immobilienrabatte, und zwar gibt es einmal 60% auf CEO-Büros. Also wer sich diese Woche ein Büro kaufen will, sollte da unbedingt zuschlagen. Dann gibt es 50% auf Spezialfrachtlagerhäuser. Die sind eigentlich auch echt ganz gut, also gönnt euch die mal. Und dann gibt es 40% auf die Casino-Penthäuser und 50% noch auf die Casino-Kleidung. Ich denke mal, damit ist die Kleidung im Casino-Store gemeint. So, das aktuelle Premium-Rennen diese Woche ist hier, und das ist Stiefel auf dem Boden. Das RC Bandito Zeitrennen ist hier, und das ist der Preis Flat. Und das ganz normale Zeitrennen ist diese Woche hier. Und das ist Grand Ocean Highway. Zu den beiden Zeitrends habe ich euch schon Videos gemacht. Also schaut euch die ruhig an, wenn ihr da ein bisschen Schwierigkeiten habt. Und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die aktuellen Rabatte findet. Und die doppelten Verdienstmöglichkeiten. Kurze Info, dieses Video ist das erste Video, was ich mit meinem neuen Gaming-Rechner aufnehme. Eventuell mache ich über den mal ein Video. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr wollt, dass ich ein Video über meinen Computer mache. Das würde mich mal interessieren. Und dann
würde ich mich noch über ein Like freuen. Und wenn ihr keine weiteren Videos zu GTA Online verpassen wollt, dann abonniert unbedingt meinen Kanal, aktiviert die Glocke und dann bin ich auch erstmal wieder raus. Ciao, Leute.